Hey Leute, was geht? David von Alte Sanisch hier. So, ich wurde im letzten Video mal gefragt, ob ich denn Waffen erstellen könnte. Speziell war eigentlich der Wunsch zu Sniper oder genereller Feuerwaffen. Und ich hatte mir gedacht, okay gut, mache ich mal jetzt in den nächsten paar Tagen oder in den nächsten Tutorials werde ich mal Waffen erstellen. Allerdings, da dies halt sehr komplex ist, vor allem wenn ihr futuristische Waffen herstellen wollt, mit den ganzen Details und so weiter, ist es halt einfach sehr zeitraubend und einfach sehr intensiv. Und deshalb passt es mir sehr gut, erstmal Schwerter zu machen, weil das ist relativ simpel. Und also ihr benutzt dieselbe Technik letztendlich, aber das ist einfach ein bisschen simpler, weil es gibt ja nicht so viele Details, worauf ihr achten solltet. So, und natürlich könnt ihr trotzdem immer noch Sachen dazu gestalten und es einfach etwas extravaganter machen. So, bevor wir viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich hatte jetzt mit mittlerer Maustaste und einfach das Referenzbild nach hier Drag and Drop reinziehen in die Voreinsicht. Dann habt ihr dieses Bild. Das müsst ihr natürlich erstmal raussuchen bei Google. Ich werde es hier nicht unbedingt vollends nachzeichnen, weil abgesehen davon, dass halt die ganzen Muster hier etwas einfach für das Tutorial ein bisschen zu lange brauchen, gefällt mir diese Würfel hier nicht, da habe ich eine bessere Idee. Und auch ein paar andere Sachen, ich glaube hier oben, da werden wir es auch nicht machen, ich mag dieses runde Ding jetzt auch nicht. Aber im Prinzip halten wir uns ein bisschen daran, wir werden nur ein paar kleine Dinge verändern. Aber eins ist eigentlich dasselbe im Grunde. Die Technik ist überall dieselbe. So, jetzt machen wir uns erstmal einen Würfel. So, die einzige Sache ist jetzt, es ist vielleicht ein bisschen schwerer, das zu erkennen, weil es halt weiß, der Hintergrund ist es auch weiß. Ist jetzt ein bisschen blöd. Allerdings, ihr könnt ja irgendein Bild suchen, wo es keinen weißen Hintergrund hat. Beziehungsweise, ihr könnt es ja auch ein bisschen sehen anhand dieser schwarzen Ebenen. So, dann ziehen wir uns das erstmal so weit so ein bisschen zurecht. Wenn ihr das wirklich Problem habt mit dem Schauen, dann könnt ihr bei Darstellen könnt ihr auch die Ansicht ändern, von Linien auf Verdeckte zum Beispiel. Dann seht ihr das ein bisschen, dann habt ihr einfach überhalb des Bildes habt ihr dann eure Objekte. Was letztendlich ein bisschen doof ist, um die Linien zu zeichnen, aber um einfach die Größe anzupassen, ist es denke ich ganz gut. So, dann ziehen wir uns das so lang, wie wir es haben wollen. Ungefähr. Denke, ja, also wir werden ja wie gesagt die Würfel nicht mehr machen, deshalb reicht es denke ich soweit erstmal aus. Als nächstes machen wir uns Segmente, allerdings seht ihr gleich, sind noch keine Segmente, seht ihr noch nicht. Also das heißt, auch wenn wir hier ändern würden, können wir keine Segmente sehen. Das heißt, gehen wir unter Darstellungen und ändern zu Drahtgitter. So seht ihr die einzelnen Segmente. So, dann machen wir also X-Segmente, hab da hier die 20, dann mache ich hier mal 10. Eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig, dass die X-Segmente sind die wichtigsten, weil wir wollen das ja nach oben und unten ziehen. Dementsprechend brauchen wir viele Segmente. Und die Segmente Z, das sind die Segmente hier, die halt nach in die Tiefe gehen, von hier aus gesehen. Lassen wir bei 1, weil ich sage euch gleich, weil wir müssen ein paar Punkte eventuell hinzufügen. Und wenn ihr nur ein Segment habt, dann könnt ihr die leichter verstellen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal. So, dann haben wir uns das ein bisschen zurechtgezuppelt. Ich glaube, so ist okay. Dann werden wir C drücken, um das als Polygonobjekt zu machen. Und gehen in den Punktemodus und sehen dann die ganzen Punkte. So, und das und der Trick dabei ist jetzt generell, wir gehen jetzt nochmal bei Darstellungen in die Linieansicht, und der Trick ist jetzt einfach, dass so die Punkte zu ziehen, die Punkte zu nehmen und dann halt das, dem Bild entsprechend lang zu ziehen. Eine Sache vorher noch, bevor ihr anfangt, ist, wenn ihr euer also Punktewerkzeug auswählt, also euer normales Werkzeug auswählt, dass ihr hier nur sichtbare Elemente selektieren ausstellt, weil wie der Name schon sagt, wenn ihr da ein Häkchen dran habt, dann nimmt er nur die Segmente, die halt sichtbar sind,
Das heißt, beispielsweise diesen Punkt hier nimmt er halt nur, wenn ich jetzt hier angewählt habe, nimmt er halt nur diesen Punkt. Wenn wir das jetzt mal rausnehmen und mal diesen Punkt hier wählen, dann nimmt er beide, also da und da. Soweit so gut. Deshalb ist es ganz wichtig. Also, deshalb ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen zurecht. Ich denke, hier werden wir jetzt nicht mehr viel machen oben, weil das lassen wir halt einfach, weil da kommt ja was anderes hin. Jetzt zuppeln wir hier mal ein bisschen lang. Also wir nehmen es und ziehen uns das einfach mal zurecht. Ist halt einfach ein bisschen Arbeit. Aber es lohnt sich. Also das heißt jetzt dieses Beispiel da, so lang, dann sieht ihr hier den hier lang, dann habt ihr hier und gleich, wenn wir auch noch zu kommen, da kommen wir gleich wieder auch noch zu, denke ich, wenn wir zu wenig Punkte haben quasi. Also das heißt, ich habe jetzt 30 Segmente gemacht. Na ja, gut, ich zeige euch das gleich. Ihr könnt es auch beides anwählen und einfach rüberziehen. Weil letztendlich sind die Segmente, sind die Punkte, die ja hier drin sind, eigentlich egal wie die liegen. Es geht hier nur darum, dass ihr halt den Pfad folgt. So, jetzt denke ich mal, hier kommt das ein bisschen ins Spiel. Okay, fein. Ich denke, ja doch, langsam nähern wir uns. Richtig, genau. Und zwar nehmen wir uns die Punkte mal und sortieren die so ein bisschen. Also, so, hier nehmen wir hier in der Mitte. Jetzt möchte ich das ein bisschen mehr, nicht so eckig haben, das heißt, dass es mehr dem Bild folgt. Daher nehme ich rechte Maustaste und Punkte hinzufügen. Und wählen wir uns hier diesen Pfad aus, also diesen Spline, und drücken einmal drauf und haben dann Punkte erstellt. Jetzt könnt ihr Leertaste drücken und kommt wieder in euer Werkzeug rein und dann zieht ihr das. So, jetzt war es, hier ist jetzt noch eine Linie und deswegen hatte ich gesagt, es ist wichtig, dass ihr nur ein Segment habt. Weil wenn ihr jetzt halt ein Segment habt, dann habt ihr nur vorne und hinten eins, dementsprechend dann zwei. Das heißt, wir können jetzt nochmal einen Punkt hinzufügen gehen und wieder drauf drücken und dann hochziehen und dann ist es halt weg. Wenn ihr jetzt mehr Segmente habt, beispielsweise sage ich mal 10 oder sowas, dann müsst ihr quasi 20 Mal dieses Ding machen, um halt alle Segmente ausgewählt zu haben. Und das ist einfach nur Scheißarbeit und einfach unnütz und braucht keiner. Daher macht es so. So, jetzt wählen wir hier nochmal einen Punkt aus. Und wenn das jetzt ein bisschen, ihr könnt es natürlich wirklich gute Arbeit leisten, sage ich mal, und euch wirklich da Mühe geben. Ich meine, ist halt, sind ja keine ganzen Gesetze, ihr habt ja Zeit. Allerdings ist es ja nicht unbedingt so vonnöten, weil wir packen es später noch in einen Hypernerb rein. Und daher wird es dann eh noch abgerundet. Ihr werdet auch gleich sehen, wenn wir fertig sind, sieht es sehr eckig aus und sehr amateurhaft und nicht so prickelnd. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Da habe ich es runden, also habe ich es. Okay, ja, na, ziehen wir uns das an. Wie gesagt, wie Punkte letztendlich dann liegen, ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr zeichnet Linien nach. So, da ist gut. Dann ziehen wir das noch hoch. Und nehmen wir diese zwei Linien und ziehen diese hoch. Diese Linien und ziehen diese hoch. Und nehmen wir dann diese. Nein, nicht drei Linien, zwei. Ziehen die auch hoch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hatten wir das. Ja, okay. Nehmen wir hier noch. Obwohl. Okay. Jetzt müssen wir nämlich mal ein bisschen gucken, damit wir gleich kommen. Also, das heißt, hier ist vorne, damit wir ein bisschen. Toll, das ist jetzt ein bisschen.
der Vorzeigeffekt. Wir packen das mal spaßeshalber in einen Hypernerv rein, um mal zu gucken, wie das aussieht. Also hier das Symbol klicken, Hypernerv, und dann packen wir das mal rein. Ja, ist doch okay, bis auf okay diese Delle. Gut. Wissen wir, ah ja, okay, das habe ich dann nicht so ganz. Da, dann nehmen wir die raus, einfach die Delle. Das ist doch egal. Weil letztendlich ist doch, sieht man die, sieht man das Referenzbild ja eh nicht. Daher könnt ihr euch da voll und ganz austoben. Ihr könnt auch, ja, einfach anders gestalten, wie ihr wollt. So ist gut. Und dann hier auch noch ein bisschen. Zip. Zip. Irgendwie ist blöd. Naja, gut. Gerade hatte ich das besser hinbekommen. Naja, gut. Das ist jetzt. Sollte jetzt keine Kunst sein. Allerdings so abfacken wollte ich das jetzt auch nicht. Oh, gut. Ich denke, das ist. Ja, geht schon. Ja, geht schon. Wenn das so schwarz hinterlegt ist, ist es letztendlich egal, weil wenn ihr jetzt rendern klickt, dann ist es weg. Ja, ist okay. Dann machen, nehmen wir den Würfel. Gehen wir wieder in unser Objektwerkzeug, weil ihr seht jetzt, das ist einfach sehr breit. Daher nehmen wir unser Skalierwerkzeug und wählen dann das dementsprechend die blaue Achse an und ziehen das einfach ein bisschen kleiner. So, ich denke, so ist gut. So. Jetzt. Eigentlich könnte es auch als erstes machen, aber ich habe das jetzt mal ausgelassen. Ist, wir machen jetzt die Klinge. Und zwar dafür nehmen wir beim Spline. Gehen wir auf Viereck. Und wir wollen es halt drehen, da das jetzt hier ist. Dann gehen wir mal hier so, dann wollen wir das drehen. Auf 90 Grad. Dann haben wir das halt nach oben. Und wir wollen das mal ein bisschen justieren. So ist gut. So, dann ziehen wir das nach oben. Am besten mit der Maustaste halten wir uns ein bisschen an das Referenzbild. Das heißt von der Breite her ungefähr. Also ihr seht hier, wo das Gelbe aufhört, hört es auch anderweitig auf. Da ist es ein bisschen zu groß. Daher machen wir es so. Dann ziehen wir das nach oben. Und duplizieren es, das heißt STLGC, SGFV, und ziehen es ein bisschen runter, ist eigentlich egal wie weit gerade, gehen wir in die Normalansicht, damit wir halt eine bessere Übersicht haben, und gehen auf die NURBS und nehmen uns einen Loft NURB, und dann wählen wir beide Vierecke aus und packen den da rein. Jetzt seht ihr, habt ihr die Vierecke so ein bisschen verbunden, und wenn ihr jetzt an ein Viereck zieht, dann zieht das Ganze nach unten. Und so letztendlich habt ihr eine Klinge, da so eine Klinge ja auch so leicht gewölbt ist. Jetzt machen wir das so weit, wie wir kommen wollen. Denke mal, so ist okay. Und dann machen wir jetzt die Spitze. Das heißt, wir duplizieren das hier kurz. Das heißt, C, S, R, G, C, S, G, V wieder. Und ziehen das ein. Na. Und ziehen das mal in den Loft-Nerb rein. Und jetzt habt ihr hier A und B bei den Objekteigenschaften, das heißt ist die Größe. Machen wir jetzt mal auf, also A auf 1 und auf B auf 0. Und dann ziehen wir das einfach ein bisschen länger. Ja, okay, allgemein gesehen ist es ein bisschen kurz geraten. Dann nehmen wir uns einfach mal das mittlere. Mittlere Dreieck, Viereck wieder und ziehen das einfach noch ein bisschen weiter runter. Ich denke so, ja, so ist gut. Soll ja auch nicht so lang werden. Und dann nehmen wir uns das Duplikat wieder, von, also die Spitze quasi, und ziehen dann auch ein bisschen lang. Könnt ihr natürlich ganz lang machen, aber sieht auch nicht gut aus. Deswegen müsst ihr es einfach nach Augenmaß machen. Ich denke, so ist gut. Ja, ich denke, so sieht es toll aus. So, dann nehmen wir uns, ja, hier sehen wir,
müssen wir das ein bisschen weiter nach außen machen. Das heißt, wir nehmen unser Objektwerkzeug, also unser Skalierwerkzeug, und skalieren die Seiten wieder ein bisschen nach außen. Und müssen halt gucken, dass es mittig ist. Das ist aber, ich denke, so ist okay. Nicht so groß und nicht so klein. So, dann kommt der Griff. Der Griff ist jetzt hier ein bisschen auch gewölbt. Ist jetzt auch nicht unbedingt rund, kein Kreis. Ist ein bisschen anders. Und darum machen wir das mal auch. Wir nehmen uns hier bei den Splines ein Rechteck. Drehen es natürlich wieder auf 90 Grad. Und ziehen das auch ein bisschen kleiner, damit das halt passt. Und ziehen es das mal, zuppeln wir uns das zurecht. Das ist ein bisschen groß, das, ups, ne? Ziehen es dann ein bisschen kleiner. Ja. Schauen wir mal, so ist doch okay. Naja, kann ein bisschen zu klein werden. Ich will jetzt auch jetzt nicht über den Griff machen, weil das sieht dann auch doof aus. Eventuell können wir das ein bisschen ziehen. Damit es dann genau abschließt oder sowas. Ja. So. Das duplizieren wir uns dann. Also, ja, duplizieren. Dann, also, das stecken wir rein. Dann duplizieren wir uns das wieder mit C und V. Ziehen das weiter nach oben. Und machen dasselbe Spielchen wie mit der Klinge. Das heißt, wir nehmen uns einen Löffel und packen die zwei Rechtecke da rein. So, jetzt haben wir sowas hier. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen zurechtrunden, weil es ja nicht, jetzt ist es ja momentan ein Rechteck und das wollen wir nicht. Das heißt, wir gehen bei Rundungen, gehen wir mal auf, ja, gehen wir mal auf, machen wir mal 15 und das untere dann dementsprechend auf 15. Ja, machen wir mal 20, ich denke 20 ist gut. Ist dann kein direkter Kreis. Ja, 20, gut. Ist dann kein direkter Kreis, aber auch nicht unbedingt zu rund. Ja, aber nicht zu eckig. So, und da das ein bisschen gewölbt ist, also ein bisschen dicker in der Mitte, nehmen wir uns hier unser Rechteck-Tool. Jawohl. Nehmen wir uns hier unten das Rechteck-Tool erstmal und dann müssen wir das einfach ein bisschen skalieren. Skalierwerkzeug nehmen und skalieren wir das ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja, okay, schauen wir mal. Und dann kopieren wir das wieder und ziehen das nach oben und packen das auch in den Luftnob rein. Super. Jetzt ist es, glaube ich, nicht ganz mittig. Dann ziehen wir es einfach noch ein bisschen mittig. Und gehen so nach Augenmaßen. Ja, ich denke, so ist doch gut. Eventuell ein bisschen größer allgemein. Dementsprechend ziehen wir es nach. Ja, super. So ist doch gut. Ja, so ist doch gut. Ja, kann man das fühlen? Ich glaube, es ist schon fast ein Zweihänder, ne? Ich glaube, dann wollen wir es mal noch ein bisschen länger ziehen. Ja, so ist doch gut. Dann ziehen wir es auch mit dich. Ja. So, jetzt hatte ich ja gesagt, dass wir oben, ich mag das nicht so, dieses, na, mit was das, dieses Ding da, das finde ich jetzt unpraktisch. Deswegen machen wir uns einfach mal eine Kugel rauf. Also, obwohl, bevor wir uns die Kugel machen, wollen wir erstmal diese quasi diese Ringe, ja, also Ringe machen. Oben. Das heißt, wir nehmen uns einen Ring, also bei Werkzeugen hier machen wir uns einen
Regenröhre und ziehen die Röhre uns einfach mal zurecht. Ja. So. Und außen. Ein bisschen Dicke wollen wir natürlich haben. Und wenn wir Röhre an, die Höhe wollen wir natürlich auch ein bisschen verändern. Ich denke, ein bisschen höher ist okay. So. Ich denke, das ist okay. Jetzt machen wir es noch ein bisschen kleiner. Segmente, okay. Ja, Quatsch. Außen. Ja, ist okay. Ja, machen wir es einfach mal zu. Sieht ja keiner. Und werden wir das noch ein bisschen. Ja, ich denke, so ist gut. Dann duplizieren wir uns das mit C und V. Ziehen uns das Ding hoch. Und dann packen wir das Ding hier rauf. So. Jetzt machen wir uns noch ein paar Rundungen rein. Gehen wir mal Rundungen und die schon eingestellten sind eigentlich okay. Na okay, ist ein bisschen zu krass. Okay. Dann nehmen wir die Röhre und machen die mal auf 4. Quatsch, den Radius, Quatsch, der Radius ist okay, die Segmente. Mal auf 4. Hm. Oh. Hier unten sehen wir es. Okay. Na, was hab ich denn? Egal. Okay, also gut. Aber die Segmente. War ich ein bisschen verwirrt. Mal auf 4 stellen. Wie ihr sehen könnt. Spielt einfach ein bisschen mit den Werten rum, bis euch das halt gefällt. Ich denke, so ist okay. Ja, so ist gut. Das heißt 1, 5 und 4 und dann stellen wir auch ein 1, 5 und 4 haben wir, sprich 1,5. Und dann da oben, ja, sieht gut aus. Jetzt machen wir uns noch die Kugel oben, das heißt wir gehen uns auf Kugel und skalieren die uns, damit die halt einfach gut sitzt. Na? Egal. Und packen die mal so darauf, damit die damit es halt gut aussieht. Ich denke, so ist gut. Super, ja, sieht doch gut aus. Alles klar, dann können wir, ah ja, genau, und noch die Ecken machen wir jetzt. Heißt, wir ziehen uns das aber schon mal, damit wir sehen können, wie es denn aussieht, den Würfel in den Halbmannab rein. Damit wir schon mal sehen, wie denn das mit Rundungen aussieht. Und na, irgendwie gefällt mir das immer noch nicht. Ich verändere das mal ganz kurz. Punktemodus und auswählen. Weil da haben wir so einen Bogen, aber da haben wir so eine leichte Delle drin. Lassen wir es so. Ich denke so. Ja, so ist gut. So ist okay. Also gut. Wir müssen es nicht übertreiben. Ich glaube hier. Ja, ist okay. Lassen wir es so. So, jetzt machen wir uns noch so ausgefallene Ecken. Also hier an den Seiten. Da gehen wir uns einen Würfel machen wir. Dann gehen wir natürlich in den Objektwerkzeugmodus wieder und machen dann quasi so längliche Stäbchen.
und die dann auch damit ein bisschen abschließen. Ja, machen was anderes. Wir packen mal das mal raus und wissen dann ja, okay, und wissen dann ungefähr, wie weit wir gehen müssen. Weil wenn wir das theoretisch jetzt in Hyperender packen. Okay, schade, das macht wohl. Aber das sieht auch nicht schlecht aus, wenn wir das jetzt echt mal beides in Hyperender packen. Also nehmen wir jetzt neuen Hyperender einfach und packen mal einen Würfel da rein. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das machen wir so. Sieht doch nicht schlecht aus. Dann nehmen wir das und ziehen das ein bisschen hier so hin. Ja, das sieht doch cool aus. Ja, super, dann machen wir. Lassen wir. Dann eventuell gucken wir mal. Vielleicht sieht es gut aus, wenn wir das. Weil meine eigentliche Idee war, dass wir das so biegen. Und dann machen wir das mal ganz kurz. Heißt, wir haben uns hier so ein. Also auf dieses blaue Ding da drücken und dann auch das Biegenwerkzeug. Und dann ziehen wir uns das zurecht, sodass es in der Mitte ist. Und dann ziehen wir uns den Hypernurb da rein. Eigentlich müsste es auch sich biegen mit dem Hypernurb zusammen. Dann werden wir die. Ja, okay. Machen wir es andersrum. Ja, okay. Ja, alles klar. Jetzt allerdings biegt er ja das ganze Ding quasi so, das wollen wir nicht haben. Weil er biegt ja nur an Segmenten. Das heißt, wir müssen die Würfel haben und müssen Segmente einstellen. Das heißt, wir machen mal 20 mal 20 mal 20. Damit wir einfach genug haben. Und jetzt müsste es auch besser klappen. Ja, genau. Jetzt biegen wir uns das ein bisschen zurecht. Da das unten sich ja nicht mitbiegt, machen wir von Modus unbegrenzt. Ja. Entschuldigung, von begrenzt auf unbegrenzt. Und jetzt biegt er oben und unten. Ich denke, das ist gut. Und dann verschieben wir das einfach so, bis uns das gefällt. Ich denke, so ist gut. Und dann ziehen wir uns den Würfel. Ja, ich denke so, obwohl so eckig sieht es auch nicht schlecht aus. Okay, gut. Jetzt ist nur schade, jetzt scheint er das wohl nicht mehr zu mit den Hypernurb. Naja, gut, schade. Das können wir aber umgehen, und zwar wenn wir das beides mal rausnehmen. Ah, jetzt habe ich den Hyperner gebogen. Okay, gut. Nehmen wir mal das Werkzeug, ne? Den Büffel. Ach ja. Also, das Biegenwerkzeug in Würfel reintun. Jetzt habt ihr so wie ne. Jetzt packen wir das mal in den Hypernurb rein. Und es tut sich leider nichts. Schade. Okay, ist ja egal. Es tut sich vielleicht was, aber nicht so viel. Ja, ein bisschen. Schade, schade, schade. Egal. Dann machen wir das so, wie wir es gerade, wie ich das gerade vorhatte. Und zwar, wir packen einfach mal die beiden raus. Guten Versuch, sowas wert. Und nehmen wir Würfel und Rundungen rein und nehmen wir einfach mal ein paar Rundungen, die uns gefallen. Nicht so krass, sondern sowas eher. Ja, ich denke, so ist doch okay. Das ist jetzt noch nicht so, wie ich es haben will gerade. Wo haben wir es biegen? So. Ja, so ist gut. Und dann ziehen wir uns den Würfel noch ein bisschen runter. Ja, so sieht gut, noch gut aus. Dann nehmen wir uns die zwei Sachen und duplizieren uns mit C und V und drehen die einmal um 180 Grad
Ich hoffe, das war jetzt die richtige Achse. Nee, schade, war nicht die richtige Achse. Dann machen wir mal die H-Achse. Ich glaube. Ja. Nicht in 90 Grad, meine Tüte, nee, um 180. So. Und ziehen die einfach hier auf die Ecke. Ja, wir ziehen es da ein bisschen weiter rein. Hat doch was. So. Ja, das sieht doch schon mal echt nice aus. So, jetzt machen wir uns noch mal, jetzt sind wir fertig mit dem eigentlichen Objekt. Jetzt machen wir uns mal die Texturen. Das heißt, wir machen uns erstmal einen Boden. Und ja, ziehen wir mal hier so einfach hin. Bevor wir uns den Boden machen, ich will gerne so quasi, dass das so in so einen Stein ist. Deshalb machen wir uns hier Objektmodus und Landschaft und ziehen uns einfach mal eine Landschaft. Machen wir mal ein bisschen größer. Ja. So ist okay. Und dann der Boden. So. Okay, das könnte ein bisschen weiter runter. Muss jetzt nicht so extrem sein. Ich denke, das ist gut so. Und der Boden ein bisschen höher. So, dann nehmen wir uns hier unser Content Library vor und suchen ein paar nette Texturen aus. Ich hatte hier was Schönes, es nennt sich Asphalt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Das ist scheiße. Gucken wir mal durch. Na gut, Wood brauchen wir jetzt nicht. Misk. Ja, allerdings, wir nehmen uns mal ein Leather. Und zwar ist eigentlich egal was, beim Verändern ist eh noch. Ja, ist okay. Machen wir so ein dunkles. Weil ich würde es gerne als schwarz ändern wollen. Und dann nehmen wir uns noch Chrom für die Seiten. Ich denke, das ist gut. Aber wo hatte ich denn das Asphalt her? Ich glaube, das war sogar nicht in diesem Preset drin. Das hatte ich sogar von den anderen. Okay, gut. Ich glaube, das hatte ich hier bei Epic. Nee. Oder? Kann das sein? Nee, das ist Rost. Scheiße, wo hatte ich das denn? Okay, ich muss das mal ganz kurz pausieren, ansonsten sitzen wir hier noch morgen dran. Ich denke mal, das machen wir. Ja, obwohl, ihr habt das ja eh nicht, deshalb wäre es doof, wenn ich das jetzt mache. Ich pausiere es mal ganz kurz. Also gut, gefunden. Allerdings will ich hier, ja, halt nur die Presets, die schon bei Cinema 4D sind, verwenden und keiner jetzt irgendwie anderen, weil die habt ihr ja nicht. Deshalb geht ihr einfach auf Prime und dann halt auf Misk und sucht euch einfach ein, hier haben wir jetzt Stone Materials und suchen einfach aus, was uns gefällt. Und ich würde sagen, das gefällt uns da am besten und deswegen nehmen wir es einfach mal. So, dann texturieren wir das mal, soweit wir erstmal können. Das heißt, auf unser, ja, erstmal auf unser Ebene, also quasi auf unseren unsere Landschaft, dann nehmen wir einfach STRG und ziehen es drauf und eventuell bei der Selektion müssen wir gleich mal gucken, wie das am besten aussieht, weil ihr seht jetzt, es ist halt sehr nach innen alles verschoben. Und das liegt daran, weil einfach bei den Projekt, also wie das projektiert ist, müsst ihr einfach mal durchspielen, was euch da am besten gefällt, was für ein Mapping, Quader-Mapping oder sowas. Aber das schauen wir gleich erstmal.
So, dann packen wir uns unser Lederobjekt auf den Griff drauf. Und dann, was wir noch machen können, ja okay, aber das können wir ja selbst machen. Unser Chrom machen wir auf die Seiten drauf. Ah, das packen wir ein bisschen nach außen noch, damit man das nicht sieht. Und dann nehmen wir uns ein neues Material und machen das ein bisschen goldfarben. Heißt hier ein bisschen dunkler. Dann bei der Spiegelung machen wir mal ja, machen wir mal eine Ebene. Also da kennt ihr sicherlich von Photoshop oder sowas. Können wir in die Ebene reingehen und können jetzt verschiedene Effekte zufügen. Bilder, okay, nein, Bilder nicht. Gehen jetzt auf Effekte, machen beispielsweise mal ein, obwohl machen wir bei Shader, mal einen Fresnel rein. Haben wir Fresnel. Und dann, ja, obwohl, vielleicht lassen wir das nur mit dem Fresnel. Schauen wir mal gleich mal. Machen wir den Fresnel. Gehen in die Einstellung rein und gehen dann auf ein etwas orangenes und schwarz machen wir ein bisschen hellorange. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Machen wir es zu und packen wir es auf golden rauf, das was Gold sein soll. Auch die Kugel da oben. Und auch hier. So, jetzt machen wir also die Klinge noch. Die Klinge machen wir mal ja, weiß. Und Spiegelung. Schauen wir mal. Ich denke, so ist okay. Ja. Und ziehen hier rauf. Und jetzt machen wir noch eine neue Textur. Machen wir noch ein bisschen Muster rein, weil momentan sieht es halt sehr einfach nicht so toll aus. Deshalb gehen wir hier auf Farbe, na, Farbe lassen wir rein. Und gehen auf Alpha. Und dann wählen wir uns ein Bild aus. Ich habe mir jetzt irgendwie bei Flares bin ich mal reingegangen und habe mir irgendein super Muster ausgesucht. Nehmen wir mal sowas hier. Und ziehen jetzt hier in Alpha rein. Und dann machen wir da Spiegelung. Voll und ganz Spiegelung, weil wir wollen das ein bisschen Silber haben. Und wir machen noch bei Displacement. Das heißt, wir gehen auf eine Alpha. Gehen hier auf Textur. Dann werden wir uns das ein bisschen, na, kopieren, Shader kopieren, gehen auf Displacement und laden so einen Shader rein. Ich hatte mal ein Tutorial gemacht bezüglich Displacement. Wenn ich hier mal draufklickt auf das Thumbnail, dann kommt ihr mal zum Video, könnt ihr euch anschauen. Da ist es ein bisschen erklärt. So, und das war's, dann würde ich sagen, dann machen wir es zu. Und dann packen wir das hier rauf. Also packen wir es eigentlich überall rauf, würde ich sagen. Darauf, bis auf den Griff, da wollen wir es nicht haben. Und hier, ich denke, da an den Seiten machen wir es nicht. Den Griff will ich aber auch noch ein bisschen ändern, wie ja schon gerade angesagt. Das Braune, also gehen wir hier bei Farbe rein und bei Braun machen wir das Schwarz. Und das Hellbraune machen wir quasi dunkelgrau. Und dann gehen wir noch auf Relief. Und wie ihr sehen könnt, der ist schon eingestellt. Machen wir noch ganz, ziehen wir noch ganz hoch. Dann haben wir so ein bisschen griffiger. Jetzt gehen wir hier in die Einstellungen rein von unserem Alpha Channel. Und ja,
gehen dann ja auf Tag, auf Projektion von UVW-Mapping, gehen dann mal auf andere Mappings, bis uns das halt gefällt. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein Muster hier. Flächenmapping, okay. Shrinkmapping, ja, Shrinkmapping ist super. Dann hat es quasi so einen Strich. Und ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Muster durch unser Displacement ist es so, dass das praktisch also als Form so reingraviert ist oder sowas. Deshalb finde ich das ganz cool mit diesen Strichen in der Mitte. Und dann gucken wir bei den anderen auch mal, was uns da am besten mal gefällt. Sind wir auch mal Shrine Mapping? Ja, wo bin ich jetzt? Ach, am Boden. Okay. Ne, Quatsch, auf der Röhre. Welche Röhre? Ach, die unten. Okay, dann machen wir die. Ja, okay, lassen wir das mal da. Ist gut. Dann haben wir das auf Schrein. Machen wir die obere auch mal auf Schrein. Und die Kugel. Ja, ich denke mal, die Kugel ist so okay. Das muss jetzt nicht übertrieben sein. Und den Würfel, da haben wir es. Nimm auch mal, denke mal, Schrein. Ja, okay, so krass sollte das nicht machen, weil da sieht es nicht so gut aus mehr. Okay, das ist Kamera ist ein bisschen viel. Nee, Zylinder. Cool, das sieht auch nicht schlecht aus. Machen wir mal ein okay, Quadermapping sieht. Ja, okay, das ist cool, das nehmen wir vielleicht mal. Schauen wir mal gleich. Und dann machen wir uns noch ganz kurz ein Lichtchen. Nicht. Ziehen uns das hier mal so daneben hin, würde ich meinen. Ziehen wir es ein bisschen hoch. Und machen dann noch ein Ziellicht. Quasi ein Spotlight. Ja. Kein normales Spotlight, sondern ein Ziel-Spotlight. Das mal ein bisschen größer einfach. Und dann machen wir bei Schatten weich und sichtbares Licht ist volumetrisch. Und dann ziehen wir uns das ein bisschen weiter rein. Und das Licht machen wir nicht weiß, sondern machen wir ein bisschen bläulich. Und dieses Licht lassen wir so, machen wir nur weiche Schatten rein. Und jetzt schauen wir mal, wie das Gute alles aussieht. Bevor wir es machen, machen wir Rendereinstellungen und machen natürlich Globby Animation an und Ambient Occlusion. Bei Ambient Occlusion machen wir alles niedrig. Zip. Niedrig. Minimal. Und Renderer. Und voilà, da haben wir es. Sieht doch schon mal echt cool aus. Also mir gefällt es wirklich, muss ich gestehen. Eventuell kann man hier noch was dran machen. Das ist mir ein bisschen zu symmetrisch. Da kann man vielleicht auch ein bisschen einfach was dran verstellen. Ansonsten würde ich sagen, das lassen wir so. Gibt es jetzt eigentlich echt nichts mehr dran zu machen. Jetzt machen wir ganz kurz noch. Eventuell ziehen wir das auch noch rauf. Machen allerdings einen anderen ein anderer Projektion rein. Ja, irgendwie sieht man es nicht, das ist doof. Würfel. Nicht so viel. Wo haben wir es?
Okay, dann machen wir was anderes. Dann machen wir das einfach ganz klassisch. Nehmen wir einen Bump-Filter rein. Also wir gehen hier rein und nehmen dann bei Relief. Nehmen uns dann ein Bild einfach von Texturen. Von Metall. Nein, jetzt sieht man es wieder nicht. Aber ihr sucht euch einfach aus, irgendein Metall, hier beispielsweise. Und zieht es einfach ein bisschen. Macht es quasi ein bisschen mehr bumpig. So. Und dann. Ja, würde ich mal sagen, lassen wir es so. Und sonst würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Und nächstes Mal gibt es Tutorials für Waffen, also für Schusswaffen, wenn ihr haben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.